Ja, servus die Mal und grüß euch die Buben. Ja, 10 Grad, ich bin wieder mal unterwegs. Super Tagerl, muss ich ausnutzen. Bin da in der Gegend, wo ich schon einmal Garten war. Da neben den Nebenfluss halt da, da möchte ich mich auch wieder ein bisschen runterschüssen. Und schauen wir mal heute irgendwas Interessantes sehen. Ja, beim letzten Mal habe ich was dabei gehabt, das habe ich euch dann nicht zeigen können, weil es wieder ein bisschen umgeschlagen hat. Das habe ich einpackt gehabt, das habe ich heute wieder mit dabei. Werden wir mal schauen, ob wir das heute aufbauen können. Ui, jetzt habe ich schon fast zu verraten. Na, schauen wir mal, was sie diesmal tut und was wir sehen. Ja, jetzt zischen wir mal da ein bisschen durch den Dschungel durch. Okay, mein Liebstes, was es gibt, und dann schauen wir weiter. Also, gehen wir mal. Es ist ein bisschen Wind aufgekommen. Nein, den kracht es auch da verdächtig. Da verschüssen wir uns lieber. Ja, so richtig gesund schauen die alle nicht mehr aus. Die sind alle ramponiert und kalt von Umfallen quasi. Ja, Freunde, ist da einfach nicht nur geil heraus. Da redet keiner von einem Coronavirus oder sonstigen. Da bin ich ganz allein für mich. Da geht mir keiner Marsch mit dem Zeug. Ja, leider haben wir dieses Klumpert. Und jeder, der so sein will, mit einem Clickbait schreibt Coronavirus rein in die Überschrift und die Zugriffszahlen explodieren natürlich. Ja, da sind lauter Spezialisten dabei. Einer weiß gescheiter wie der andere. Lauter Häuptlinge in meinen Augen. Aber gut, ich will damit jetzt gar nicht anfangen, weil warten wir noch, was auf uns zukommt. Ich genieße das jetzt einmal da heraus. Ich habe einen magischen Geruch in der Nase. Möglich, dass da wo Schweinerl in der Nähe sind. Oder vielleicht unmittelbar kurz vorher waren. Schauen wir weiter. Ja, bei den Temperaturen, was wir da jetzt haben, würde es mich nicht wundern, wenn da schon junge sind. Und da ist die Mama sicher nicht gut zu sprechen auf mich. Ja, war ich auch nicht. Aufpassen. Ja, dann vielleicht das letzte Stückchen. Naja, ich gerne noch leise zum Wasser zugehen, vielleicht sicher ein Biber oder was. Naja, gehen wir weiter. Leise. Der Arbeit zum Wasser ist eine richtige Biberrutschen. Ja, Freunde, schaut euch das an, ist das nicht geil? Ich stehe auf das. Ja, ich versuche mich da gerade zum Durchschleichen, aber das funktioniert nicht wirklich. Der Winnetou hat keine Freude mit mir. Da müssen die 3 Wochen zur Nachschule umzuhören. Schaut euch das an. Ja, bist du deppert, ist das Hammer geil. Ah. Ah, Freunde, ich glaube, da taugt es mir nicht, wenn man da jetzt einmal einen Kaffee zumindest noch macht. Na, riecht man mal her, dann schalte ich wieder dazu. Ja, Freunde, wie Sie bereits bemerkt haben, wird es beim letzten Mal, ist mir mein T-Shirt gegangen. Das heißt, mir ist quasi dieses Gewindstickel rausgegangen. Das habe ich schon einmal eingeklebt gehabt. Ja, war mir jetzt ehrlich gesagt wurscht. Ich habe jetzt ganz einfach meinen Baumtisch genommen. Habe dann dieses Gewindstickel, was man da sehen kann, das habe ich ganz einfach komplett durchbohrt, habe da einen kleinen Schrauben reingesteckt, habe oben eine Mutter genommen zum Festziehen und das funktioniert genauso. Also,
Okay, der Schrafen ist jetzt vielleicht im Weg. Mal so auf die Gachen eingefallen. Wollte jetzt gar nicht viel mehr dumm tun, was ich jetzt auf den Tisch umbauen kann. Ja, von dem Brenner gibt es auch noch eine Kleinigkeit, sage ich euch dann auch gleich. Da war ich mich kurzzeitig enttäuscht davon. Da kann aber der Brenner nichts dafür. Aber jetzt richte ich mir alles her und dann dazu riecht es, während mein Wasser kocht. So, Wasser werden wir mal aufgesetzt, drehen wir mal auf. Dann gehen wir es einmal an. Ja, beim letzten Mal bei dem Brenner habe ich wirklich geglaubt, dass wenn man da das leckere Pfännchen gemacht habe, habe ich geglaubt, der Brenner hat irgendeinen Schuss. Und zwar nach 10 Minuten Brenner Vollgas ist der immer schwächer geworden. Man hat auch gemerkt, die Kartuschen ist so kalt geworden. Und ich kenne das von Tauchen, wenn da irgendwas blitzschnell durch eine dünne Düsen strömt, dann friert das quasi ein. Also das kennen mehrere, schätze ich mal. Und ich habe mir gedacht, dasselbe Problem habe ich da, dass da irgendwo eine zu dünne Düsen ist. Aber ein Freund von mir hat den auch gehabt, den habe ich das probieren lassen, der hat gesagt, überhaupt kein Problem. Gut, dann bin ich mal hergegangen, habe ich geglaubt, ich habe wieder ein Montagsgerät erwischt, aber habe eine andere Kartuschen genommen. Ich habe ja diese zwei, die befülle ich immer wieder selber, diese 100 ml, mit einem 0815 Gas eigentlich, von den Stechkartuschen oder sonst irgendwas. Also ehrlich gesagt, billige. Und siehe da, mit der zweiten Kartuschen war überhaupt kein Problem. Dann habe ich noch ein Optimus daheim gehabt, die habe ich auch probiert. Und noch ja 0815 Kartuschen und die haben funktioniert und nur die eine hat das Problem. Naja, irgendwie ein Problem mit der Kartuschen. Entweder hat der Anschlüsser irgendwas, die Dichtung, das Ventil da, auf alle Fälle mit denen funktioniert. Ich habe das jetzt 4-5 Mal probiert daheim. Da los, also Brenner ist wirklich okay. Ich war schon fast enttäuscht ein bisschen. So, schwarzes Gold. Werden wir gleich ein bisschen aufhellen, das schwarze Gold. Ja, Freunde, dann kommt einmal wieder mein erster Gruß an meine ganzen Krankensesseln. Gesund werden, ich glaube, jetzt werden etliche noch krank werden von diesem verdammten Virus. Aber aufpassen, Jungs und Mädels. Und natürlich auch, ist gesund, dass man ja nicht krank wird. Prost. Jo. Jetzt zwei Fische gesprungen. Shit. Kamera schaut natürlich auf mich statt da rum. Wahnsinn. Da wirklich, so ein Fisch. Ich bin kein Angler. Ich muss, wenn man die Hände fesselt, sagt er immer noch so ein Auge hat er gehabt. Nicht? Aber nein. War ein schönes Gerät. Alle Achtung. Dürfte eine Menge Fisch drin sein. Ja. Naja, ich genieße da jetzt ein bisschen, schaut ein bisschen runter zu und dann schalte ich wieder dazu. So, in der Zwischenzeit habe ich wieder alles zusammengepackt, alles hergekriegt. Da habe ich eigentlich gar nicht viel nieder drin, das steht sehr von allein auf. Da brauche ich halt nicht viel verwuseln, das passt eh so. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir wieder mal ein Stückchen rein ins Dickicht, auf ein Reisplatzl schauen. Dann schauen wir mal, was ich da im Gepäck habe. So, am Weg retour. Und wie gesagt, dazu haben wir ein freies Platzl, wo nicht so viel dichter Bambuchs ist. Ja, ich würde sagen, das ist zwar nicht das allerschönste Platzl, aber ich glaube, das wäre mir einverleiben da. Viel was Schöneres wäre ich da jetzt nicht finden. Ja, ich weiß, es hat natürlich neugierig, was ich mit habe. Und das habt ihr natürlich schon gesehen, wenn ich die dreckigen Stecken mit sah. Das mache ich nicht gerade halber, sondern das brauche ich, weil ich was aufstellen will. Ja, ich habe da voriges Jahr im Oktober von Wandigris
so ein Moskito-Zelt gekriegt. Extrem geil. Und ein Tab dazu, die kann man separat kaufen. Man kann es einzeln verwenden, man kann es zusammen verwenden. Und das würde ich da jetzt das erste Mal aufstellen. Und da möchte ich ein eigenes Video davon machen. Wie gesagt, ich stelle das heute zum ersten Mal auf und ich zeige euch es eigentlich dann. Schaut euch einmal dazu, wann es steht. Also, bis später. Ja, Freunde, ich habe das jetzt alles aufgestellt. Jetzt steht das einmal. Da ist jetzt das Tab und das Mückenschütter drunter von Wandtiger ist. Und ich will jetzt auch bei dem Tourenvideo gar nicht mehr erklären. Es gibt ein eigenes Video dazu, das habe ich auch gerade mit Adrat und das werde ich dann da oben verlinken. Ob es jetzt schon online geht oder erst später, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, gefällt mir ganz gut. Ja, ist jetzt vielleicht nicht optimal gespannt, aber gut. An dem kann ich noch arbeiten, aber taugt mir. So, und jetzt packe ich wieder zusammen und dann geht's wieder Richtung Heimat. So, also nicht wirklich irgendwelche Einschnitte. Ich habe da nichts gemacht, wirklich. Hat sich da nicht viel verändert. Passt schon so. Jetzt gehen wir zurück. Schnitt. Ich nähe mich der Straße schon langsam. Da vorne höre ich schon Kindergeschrei. Da oben sitzen zwei Spechten und spielen sie. Wird man wahrscheinlich nicht sehen in der Kamera. Ja, der Dschungel ist geil. Aber wisst ihr, was mir am meisten in den Dschungel am Arsch geht? Diese Trekkingstecken da drauf. Da bleibst du überall hängen. Ich weiß ja, warum ich die nie mitnehme. Hat sie sich wieder mal bewahrheitet. Du bleibst mit dem Dreck überall hängen. Ah, bleiben wir das nächste Mal wieder arm. Aus Ende. Weiter geht's. Ja, da renne ich wieder mal durch den Top-Bärlachfeld. Da riecht's. Geil. Ja, Freunde, ich hab's wieder geschafft. Ich bin da mal wieder. Da vorne ist die Straße. Warm ist wohl. Ja. Ich sage immer danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch die Buben.